Hallo liebe Freunde, an dieser Stelle präsentiere ich euch wieder ein kleines Shorty, das ein bisschen länger gehen wird. Viel Spaß mit dem Vorspann. Im Hintergrund sehen wir die Tapete eines Ritters. Der College-Junge Astyanax. Schon wieder Träume und Mädchen. Oh oh. What the heck? What the hell heißt das? Yeah, und es geht los. Ich habe dieses Spiel früher in meiner Kindheit ein paar Mal gespielt. Mir hat es sehr gut gefallen. Es hat recht viele Zwischensequenzen und wir spielen Astyanax oder Astyanax oder wie auch immer. Und yo, wow. Ja, das fragen wir uns alle. Oh, Peter Pans Fee macht auch mit. Ramlia. Cutie. Wir wurden verschleppt in eine andere Welt. Talking Butterfly? Ja, Maya, hast du noch nie Zelda gespielt oder was? Princess Zelda! No, Rosebud. Of Ramlia. Jo, also das übliche Problem, ne? Please save our princess! Yeah, warum wusste ich gerade, dass diese Worte kommen werden? Ich bin nur 6. Diesen Dialog kennen wir doch von irgendwoher, oder? Nur, dass er da 17 war, der Isaac aus Golden Sun. Oder? Jo, und Little Nemo war 5. Ja, super. Da war ich verschleppt und dann war ich erpresst, dass ich auch ja helfe. Ja, super. Wundervoll. Und wir bekommen eine Axt. Eine Magic Axt. Bash. Yeah. Blackhorn. Das Many Monsters, yeah, was sonst? Bestimmt keine, was weiß ich, Maulwürfe mehr oder sonstiges. Ja, keine Wahl, mal wieder. Und er nimmt die Axt. Es ist kein Schwert, es ist eine Axt hier. Das ist das Innovative schlechthin und wir starten auch direkt in Level 1. Also, wir sind Astyanax und wir werden von Bomben... werden wir heimgesucht. Und es gibt Bösewichte. So wie hier. Unten seht ihr den Powerbike. Und diese Dinger, ja? Diese Dinger. Ich habe sie kurz wieder angespielt. Die sind also mindestens so schlimm wie
bei Little Nemo diese weißen Dinger, die von oben kommen. Das Schlimme ist, die kommen immer wieder. Die kannst du gar nicht richtig zerstören. Ja, super. Ja, super. Geh kaputt jetzt. Hau dich weg. Hau dich weg! Nein! Jo, das war ein recht schneller Tod. Ja. Als ich es vorher kurz wieder angespielt habe, bin ich etwas weitergekommen. Ja, wir strengen uns jetzt an diese Dinger. Die haben mich jetzt hier völlig irritiert. Ich werde sie ab sofort ignorieren. Weg, Skeletorizzi. Ja, komm. Komm. Ja, komm. Monk, du. Na komm, trau dich. Trau dich nur, komm vorbei. Geh zum Teppich vorbei und blick in so arabischen Schana. Aua. So, wir haben eine Spezialfähigkeit, die ich auch gleich, was hat das sollen? Demonstrieren werde. Autsch. Die Musik finde ich geil. Aber das ist Geschmackssache. Wir haben nun eine seltsame andere Waffe bekommen. Wir können Punkte sammeln durch die... Seht ihr? Hier, das wollte ich euch demonstrieren. Das ist die Spezialfähigkeit und... Jo, jetzt haben wir endlich wieder voll. Es ist ein recht schwieriges Spiel wieder mal. So. Aber drunter machen wir es ja nicht, ne? So, diese Böbbelchen, die da rumfliegen, die sind auch extrem nervig. So, und jetzt kommt der Boss von der ersten Etage. Aua, wundervoll. Ja, bitte, hier frisst das. Autsch. Ja, dab auf mit Ruf hier. So, und jetzt kommt... Es sind immer Doppelbosskämpfe hier in diesem Spiel. Und hier hätten wir schon mal den ersten ernstzunehmenden Gegner. Hau rein. Oh, das war jetzt mal super erwischt, das Vieh. Ja, wunderbar. Ach, scheiße, der kann ja sogar... Oh mein Gott. So, jetzt kommt Trick. Oh, scheiße, Trick, Fail. Wir haben jetzt nichts mehr, keine Spezialattacke mehr und... Yeah, wir haben es trotzdem geschafft. Soweit würde ich sagen mal. Wir haben den ersten Level gemacht. Ich weiß nicht, ob wieder eine Zwischensequenz kommt, aber es gibt sehr viele in diesem Spiel, was das Ganze auch natürlich sehr schön macht. Da haben wir den Schrottfresser-Oberkopf Skeletor, Blackhorn auch genannt. Und ja... Jo, da ist sein Bimbo, schätze ich mal. Der hält sich für einen Wikinger und jo, sieht man ja. Jo, eine da sehen sie uns, den Link-Klon und seine Fee. Das sind wir. Ja, unsere Kraft ist sehr stark und wir besiegen dich. Wir werden dich besiegen. Ich glaube ganz fest daran. Es ist auch eines dieser Spiele, die ich nie durchgeschafft habe, weil sie mir schlichtweg, als ich noch Kind war, viel zu schwer waren. Oh, wir werden gerade... Ja. Er wird aufgehetzt, uns zu zerstören. Ja. Durch keine Ahnung, was wir können, ja? Yes, Sir. So, an dieser Stelle mache ich Stopp. Und sage dann Bye-Bye. Du. Sage Bye-Bye und wünsche euch viel Spaß noch und einen schönen Abend. Ciao, ciao. Adiamos.